switchen und weiter geht's. Und die beiden prallen jetzt schon miteinander. Da kommt Luft raus. So. Hey, hallo! Hallöchen, da. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicherlich erschöpft. Dein Team ist jetzt sicherlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Plakat da links war übrigens super süß. Wahrscheinlich der hier Namensbewerter Gedönse. Das ist ein Rotom da drauf, lol. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina? Lol. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Rotom Terminal. Okay. Das sind nützliche Geräte für Trainer. Schau mal, ob dir am PC im Center schon die Pocket Jobs zur Verfügung stehen. Okay. An denen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität frei in Lauf. Und ich halte die Ligakarte von Delion. Okay. Mit Hilfe der Okay. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge, wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Oh Gott, vergiss nicht vorher dein Team heilen zu lassen. Auf keinen Fall. Nachher die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerung. Ich weiß doch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, das war ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Okay. Kann ich eigentlich wieder Pokémon hinter mir herlaufen lassen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo ist das? Achso, da war das. Seid gegrüßt. Womit kann ich helfen? Nach da, Pokéjobs. Was ist das, Buka? Judge Panther, vielen Dank für den Follow. In Galar suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diese Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine... Alloy! Die Auswahl im Pokéjob wird einmal am Tag aktualisiert, je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt. Es ist ja awesome! Gewünschte Pokémon. Okay. Ja? Kann ich dir auch aus meinem Team auswählen? Komm, ich will jetzt drei dir in meiner Box sind, was soll's. Okay, entsenden. Ihr schafft das, Jungs. Ich glaube an euch. Los geht's. Okay. Da stand was ein ganzer Tag. Ist das, solange das geht? Also quasi jetzt in 24 Stunden kommen die wieder? Oder wie läuft das, Buka? Noch 24 Stunden, tatsächlich. Das ist ähnlich wie bei WoW. Konntest du auch irgendwelche Leute entsenden und Aufgaben erledigen lassen. Das ist cool. Um die Karte kümmere ich mich gleich. Ich wollte jetzt erstmal gerade, wo ich hier bin, meine Pokémon noch heilen lassen. Die Animation ist cool. Bitte beehre uns bald wieder. Ja, schauen wir mal. Zur Not in der nächsten Stadt, nicht wahr? So, neue Ligakarte erstellen. Achso, Hintergrund. Ja, warum nicht? Einfach mal so ein Holzfällerhemdmuster. Läuft. Okay, ich glaube nicht, dass ich das... Das ist cute. Das ist doch aus Pokémon Pixel, ne? Oder wie hieß das noch? Gibt's auch auf der Switch kostenlos. Ah, ich nehme das mit Evoli.
Könnt sagen, was ihr wollt, ich nehme das Evoli. Das ist cool. Sieht man auf der Karte jetzt so schlecht die Effekte. Und ein Rahmen. Ach ja. I see. Gott, ist das cute. Ich muss bei der Amazone mal an Oliver Twist denken. Also, dass irgendein alter Sack Kinder zur Sklavenarbeit schickt. Oha. Pose ändern. Ach ja. Wer legt sich mit mir an, hä? Ich etwa? Oh, bin ich nicht fabulous? Los geht's! Ich nehm das. Die Pose ist cool. Gesichtsausdruck ändern. Nee. Moment, das war die falsche Taste. Gesichtsausdruck ändern. Oh. Hm. Oh. Also, jetzt mache ich dich richtig krass fertig. Oh! Du bist ja levelmäßig heute über mir. Ups. Oh, ich bin am Arsch. Weiß ich fertig. Oh. Oh. Fände ich super. Oh. Ah. Mit dieser Pose ist fast alles lustig. Bitte tu mir nichts. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Weiß ich, was ich davon halten soll. Ich wusste gar nicht, dass eine Trainerkarte so viel Spaß... Achso, nee, mit dir wollte ich gar nicht sprechen, Entschuldigung. Ich wusste gar nicht, dass eine Trainerkarte so viel Spaß machen kann. Warte, ich wollte noch in den Shop rein. Ach, schön. Gut, gibt's da irgendwas Neues für mich? Pokebälle nehme ich mir auf jeden Fall wieder ein paar mit. Ich habe 9. Nehmen wir mal 11 Stück mit. Ich meine, ich habe ja das Geld aktuell, ne? Das ist ja jetzt nicht das Problem. Übrigens, super Plakat immer noch. Ich liebe es. Ich umgehe die jetzt einfach. Da hat irgendwas geschimmert. Ein Nugget! Super, das kann ich verkaufen für Geld. Habe ich schon erwähnt, dass das echt beeindruckend ist, wie man so durch die Stadt rennt? Ich möchte einfach nur durch die Gegend rennen und mir diese Städte und Gegenden angucken. Genau das Gefühl, was ich mir eigentlich schon immer in Pokémon gewünscht habe. Also, Englisch ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich der Stadt durch einen Lift verbunden sind? Krass. Ich darf da wahrscheinlich nicht lang, habe ich recht. Das ist absolut korrekt. Okay. Was ist mit dir? Ich sehe mich Tag ein Tag aus diese gigantische... Was? Ich sehe mir Tag ein Tag aus diese gigantische dampfbetriebene Zahnräder an. Ja, jeder hat ein Hobby, ne? Ich meine, ich habe gerade gesagt, dass ich mich nicht dran satt sehen kann, aber hey... Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass du noch lebst. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge. Genau. Als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Die ist hier entlang. Ich sag nichts, komm einfach mit. Ich würde sagen, da. Also, da. Da drin. Ah, drin. Da hinten, da. Kann ich hinzeigen. Die Kamera ist nicht so weit. Sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Okay. Wo auch immer dann Lift ist, aber hey. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später.
Haben wir hier andere Klamotten? Ich bin jetzt voll auf dem Shopping-Trip. Aber volle Kanüle. Mal gucken, was es in den Läden gibt. Guten Tag, Herr Starbucks. Kampfcafé. Ach ja. Okay. Das ist interessant. Fürs Campen kriege ich Süßigkeiten. Na dann. Hallo. Du hast CDs? So bin wieder da. Sämtliche Fragen können wieder an mich gestellt werden. Eismart. Du hast meine Trainerkarte, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Sieh an, ein Pokémon-Trainer. Ich hab ja was für dich. Wende das doch mal an eines deiner Pokémon an. Energiefokus. Folterer-Verkotter steigt. Technische Platten oder kurz TPs sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Die meistens Müll sind. Dass sie nach einmaligem Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Ah ja. Okay, ist also wirklich ein Plattenladen. Ich kenne nur meine und Mits Trainerkarten. Warte mal, kann ich mir meine anschauen hier? Da. Halt dich fest, Smart. Halt dich fest. Ich finde die mega. Ich finde die einfach mega. Uff. Also rein vom Gesichtsausdruck her finde ich die halt super geil. Oh, warte mal. Blumengeschäft. Hallo. Okay, alles klar. Ah, erstmal zum Friseur. Erstmal total unsinnige Sachen machen, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Puh, oder so teurer Friseur. Make-up. Dann versucht das zu probieren. Sag mal, was für Frisuren ihr habt. Vor allem, ich bezahle erst und dann schneidet sie mir die Haare. Komisches Konzept. So, ich muss das so auswählen, okay. Ich bin ein 25-jähriger Mann, der Pokémon spielt und mit seinem weiblichen Charakter gerade im Friseursalon sitzt, um sich eine Frisur auszusuchen. Was habe ich eigentlich falsch gemacht in meinem Leben? Und wie zum Teufel kaufe ich mir jetzt hier Extensions oder... Ich mache mal ein Foto von meiner Karte und spaziere mal auf Discord. Mach das. Was ist denn hier noch? Ich kann doch hier irgendwas... Hoppala. Bei diesem Video kann ich dir leider keinen Pony frisieren. Warte mal. Achso, Pferdeschwanz. Warte mal, welche wollte ich jetzt eigentlich? Nein! So rum. Achso. Ich wusste voll, was Ponys sind. Das Lustige ist ja, an sich sind meine Haare ja so ein bisschen so. Auch wenn ich die immer die ganze Zeit so nach hinten kämme mit meiner Hand. Wenn ich irgendwie arbeiten will oder sowas. Ich lasse das einfach so, oder? Wie war das mit dem langen? Ist irgendwie auch cool, aber ich mag den seitlich. Goldene Haare. Oh Gott, oh Gott. Beige blond, platinblond. Jawohl, gönn dir. Braun pink, ja moin. Jo, essen wir pinke Haare. Ich hab schon fast versucht, meine Haare purpur zu machen, ne? Golden. Komm, machen wir mal. Ja, und darüber kann man eine Mütze ziehen. Dann wird man die Haare nehmen. Oh, das sieht schon cool aus, die Farbe, muss ich sagen. Ja, mit der Dame kann ich mich identifizieren. So, jetzt erstmal Klamotten shoppen.
25, dann bist du immer noch jünger. Also, ja, sorry. Ich sage nur, dass es seltsam ist. Ich habe nicht gesagt, dass man gleich alt ist. Beruhig dich, Booker, beruhig dich. Außerdem, wenn ich schon jünger als du warst, dann kann ich nicht auf einmal älter sein als du. This is not how it works. Das ist aus wie so eine Slytherin-Jacke. Wo ist die Gryffindor? Nein, wieso gibt's hier nur eine Slytherin-Jacke? Finde ich jetzt gemein. Ach, guck mal, man kann auch kaputte Sachen kaufen. Lol, Overnies. Was mache ich eigentlich? Ich stelle die Frage nochmal, was mache ich hier gerade eigentlich mit meinem Leben? Die Taschen sind cool. Elftausend! Ja, moin. Ich frage mich halt, ob eine Cappy besser ist als die Mütze. Mag Cappies. Für 2100 kann man das machen. So. Was für hässliche Brillen gibt es denn? Hey, eine original Dalugard Spielerbrille. Hm. Ah ne, das ist eine Dalugard Brille. Mit alles mit Gamegläsern kann eine Dalugard Brille sein. Ich glaube, ich behalte einfach meine aktuelle Brille. Lol. Eine Sportbrille brauche ich dann doch nicht. Ich frage mich, ob ich die Jacke halt ausziehen kann. Oder ob ich mir einfach so eine... Schwierig, schmierig. Behalte das jetzt... Oh, warte mal. Behalte das jetzt einfach mal so. Bei. Ich renne jetzt einfach weiter in meiner... grauen Strickjacke rum. Sollte deine... Wo sehe ich das denn? Bei Liga-Karte? Smart, wo sehe ich das? Weiß nicht, ob das richtig ist. Ach, da Liga-Karte empfangen wahrscheinlich. DM im Discord. Sekunde. Haben wir gleich. Wo ist Discord hin? Da ist Discord hin. Achso, ich muss runter scrollen. Ne? Ja, aber wo sehe ich jetzt deinen Code? Smart. Ich meine, die Karte passt, das Aussehen passt super. Ja gut, okay. Sorry. Machen wir dann mal anders. Heute habe ich keinen Code für dich. Hm, doof. Warte mal, kann ich auch einfach so teilen? Oh Gott. Nein, ich will den nicht im Internet teilen. Lol. Meine Liga-Karte wurde... Ach, guck mal. Wenn ihr wollt, meine Liga-Karte, schreibt's euch auf. Könnt ihr mich dann adden oder sowas. Liga-Karte nicht teilen. Sogar, wie lange braucht man eigentlich zum Aufschreiben? Vor allem, wenn man kein Stift und Papier dabei hat. Naja, gibt's in dem Video VODs. So. Sorry, der entschuldigt sich, ne? Obwohl ich ihm die Vorfahrt genommen habe. Hallo, wir haben wohl zu. Auch so ein Blumenladen, wo ich mich rein kann, wa? Ja, da auch nicht. Hallo, ich möchte Bücher. Ist so geil. Ist das eine Eule mit einem Buch auf dem Kopf? Leute.
Komme ich auch nicht rein. Gehört in den Laden? Okay. Das? Ach so. Ein paar Top-Ohrenstöpsel, Leute. Können wir hier einfach einstecken? Okay. Oder sind Items zum Tragen? Für Pokémon. Ein- und Ostwänden. Okay. Krass. Schön mal überlegen, ob ich mir noch Klamotten kaufe. Oh, Entschuldigung, Onyx. Ich werde mal in die Boutique. Hallo? In die Boutique reingehen. Ich dachte, die haben geschlossen. Dynamische Einkaufszeiten. Die Jacke ist schon cool. Es sieht halt aus wie eine Slytherin-Jacke. Oder mache ich meine Pokémon? Mache ich die zu einer 17.000. Okay, Klamotten sind echt teuer, muss ich sagen. Holy fuck. Da wird es eigentlich reichen, eine neue Strickjacke zu kaufen. Die Overknees sind aber cool. Kriegt man noch genug Kohle? Ja, weiß ich wohl. Ist ja in Pokémon-Spielen eigentlich immer so. Sportliche Overknees passen bestimmt gut in... Ich gönne mir jetzt einfach die Tasche, wisst ihr was? Ich gönne mir jetzt die Tasche. Und das war's dann auch. Die ist nämlich cooler als die von Mutti. Mutti, ich hab deine Tasche nicht mehr, ne? Ich hab jetzt eine neue. Tschüss. Wie die rumwackelt. So, am Ende der Straße ist der Aufzug. Achso, das ist der Aufzug. Ach. Da ist wieder ein Champion, der uns auf die Nerven gehen möchte. Mit seinen ganzen Sponsoren. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Erwähnt er schon wieder, wow. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Rompe. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Wenigstens ist es ein richtiger Champ und kein Möchtegern. Das stimmt wohl. Hier gibt es ein Pokémon zum Tragen. Lol, Holzkohle. Das ist jetzt wirklich fast hier wie in meinem Pen and Paper. Hallo, Entschuldigung? Huch. Ist mal Pen and Paper geleakt worden? Smart? Wir haben ein Problem. Fehlt nur noch, dass ich ihm Gardevoir helfen muss, ihr Traster zu finden. Im Beutel. Aber ich könnte es auch links direkt geben. Angel, Empfehlungsschreiben, Wunschstern, Dynamax-Band. Okay. Also die werde ich irgendwann wohl brauchen. Die Ohrenstöpsel würde ich jetzt mal behaupten. Ach, gibt es wieder Primärbälle für 10 gekaufte Pokébälle? Da, Holzkohle. Bitteschön, Hoplo. Achso. Pisse wäre zurückgenommen und Holzkohle. Das nenne ich jetzt Schaden. So. Krasser Lift. Hallo, Mr. Pokéball. Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch einen Pokéball wie mich anzusprechen? Dafür will ich dir was Feines geben. Ich erhalte einen Pokéball, wow. Nur die Ohrenstöpsel geben dir nur die Möglichkeit, in den Optionen die verschiedensten Lautstärken. Achso, lol. Ach, übrigens mal so unter uns. Ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du baff. Wie? Hast du eine Idee, wer ich bin? Irgendein Typ, der mich nicht interessiert? Also gut, ich verrate es dir. Man nennt mich Balduin. Uff, Bruder. Uff. Oh, das ist einfach nur uff. Nee. Okay, da. Schon gut, ich gehe nicht zur Krankenkasse, ist in Ordnung.
Oh, da sind verschiedene Banner mit Symbolen. Ist das hier eine E-Sport-Arena? Hallo, herzlich willkommen zu LCS. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute auf der ganzen Welt. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Rompe. Die ganze Welt soll unsere Namen kennen. Jetzt wird rangeklotzt. Die beiden Sportler machen mir ein bisschen Angst. Sie sehen aus, als würden sie wehtun. Das sieht cool aus hier. Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wohin man sieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Hey, hallo, ich bin Rompe. Weiblich, 25. Hallo Oma. Die Jacke sieht irgendwie sehr seltsam aus, muss ich sagen. Was geht denn mit dem ab? Ach, das ist ein Typ? Ups. Der bleibt jetzt für mich Oma. Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Hallo, meine Stimme passt gleich zu meinem Charakter. Ach, das war der Pink Ranger, lol. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Ah, und da ist noch eine. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Davon habe ich aber schon mal eine gesehen. Deleon hat euch beide als Teilnehmer der Arena-Challenge empfohlen? Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hop. Vor ihnen steht Deleons kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow. Einen Moment bitte. Ich suche die Leute, die es interessiert. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich nehme die Triple Null. Weil ich nichts kann. Übrigens, ich finde Balduin immer noch besser als den englischen Namen. Wie heißt er denn im Englischen? Viel Spaß beim Football gucken, Smart. Danke, dass du dabei warst. Ball Guy. Okay, das ist Balduin. Echt kreativer. Aber wesentlich kreativer. Gibt es irgendwas Lustiges, was man als Trikotnummer machen kann? Ich kann nicht mal LOL machen. Sieht doch kein Buchstabe aus wie ein L. 69. Weißt du was? 42 ist eh die Antwort auf alles. Ups. Ganz zurück wollte ich nicht. Hm. 666, die Zahl des Teufels. Hm. Wäre wahrscheinlich wirklich einfach bei der Triple Null, weil es einfach so dumm ist. Das habe ich jetzt mal bewusst übersprungen zum Reden. Werden wir, glaube ich, überleben. Sieht aber schon cool aus hier. Gibt's sonst irgendwas Besonderes? Sieht nicht so aus. Klassisches Pokémon, erstmal alles ansprechen. So, das ist der Pink Ranger. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen. Oh, der ist wirklich arrogant. Und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Sieht halt schon so arrogant aus. Cute Statue. Ne, ihr seid zu fett, Leute. Eure Knie versperren mir den Weg. Du siehst ziemlich alt aus. Okay.
Ich finde die Pokémon-Schrift interessant. Schade, dass ich die nicht lesen kann.